Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda Skyward Sword. Im letzten Part kam ich nicht weiter und ich habe den Tipp erhalten, wir sollen doch wieder hierher zurück an den Anfang kommen, weil als wir den Bogen bekommen haben, da wurde uns ja gezeigt, dass hier ja etwas für den Bogen ist. Und da, wo ich war, hätte ich schon vorausgearbeitet und ja, müsste erstmal hierher, damit das andere, was wir schon gemacht haben, einen Sinn erhält. Und okay, wir können hier also einen Zeitstein hervorholen. Gebieter, siehst du das? Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass dies ein Zeitstein ist. Ich empfehle ihn, mit einer deiner Waffen zu aktivieren. Er dürfte auf dem Schiff einige Veränderungen bewirken. Fei ist einzigartig. Nee, also, ich weiß nicht. Ich kann die Leute nicht verstehen, die mit der Meinung sind, dass Navi echt mehr gelangweilt hat. Also, nö. Geht nicht in meinen Kopf. Fei ist und bleibt einzigartig. Da ist er ja. Oh, das ganze Schiff verändert sich. Es ist wieder in seiner Pracht. Es kann wieder strahlen und fahren. Aber es sollte nicht fahren. Und oh nein. Assis. Schön verarscht. Die Drecksau, die. Okay, danke für den Schmuckschädel. Der nächste Pirat wird dann auch noch einen Schlag bekommen. Nämlich du, du Trottel. War's das schon? Gut. Oh! Der Herr, hey. War auch beseitigt. Ja, wir können jetzt hier die Leitern hochklettern. Sollten wir vielleicht auch tun. Ich höre hier noch ein paar Spinner. Da kann ich auch was. Oh, was war das? Der hat Pfeile! Oh, hab ihn gar nicht gesehen. Ich sollte besser aufpassen. Man hört ja noch welche. Eigentlich wollte ich hier jetzt drauf schießen. Weil er wieder ein Symbol für unseren Pfeil ist, oder? Ja. Okay. Da kommen wir dann nach unten, aber da ist noch eine Tür. Achso, die ist zu. Ja, wenn sie zu ist, dann nützt uns das natürlich nichts. Da kann ich nicht hoch. Okay. Sonst hat sich hier nichts verändert, glaube ich. Nee. Dann lasst uns mal darunter gehen. Wow, knapp. Hä? Da ist eine Leiter. Da komme ich irgendwie nicht hin. Und da komme ich auch nicht rein. Ja, was jetzt? Wieder nach oben oder was? Ich bin verwirrt. Ich sehe da außerdem dort links unten. Da ist ja auch noch so ein Weg, oder? Kann man da stehen? Wenn ja, wie komme ich da hin? Es ist alles sehr verwirrend. Meint ihr, es bringt was, wenn ich nochmal die... Ach so. Da ist noch eine Leiter. Da ist noch eine. Okay. Aber hier sind ziemlich viele Gegner und die lauern auch schon auf dem anderen Mast. Haben bestimmt ver... Oh. Ich hoffe, der sieht es nicht, dass ich den kille. Nein, der checkt es tatsächlich nicht. Nice Headshot. Und... Ass-Shot.
Der tat weh. Das kann ich... will ich mir gar nicht vorstellen, hey. Episch. In your face. Alle weg? Was ist das? Wieder so eine Seilbahn, aber... Wieso hole ich die von oben nach unten? Oh, da sind auch noch welche. Das bringt doch nur was, wenn ich von oben nach unten fahre. Also schätze ich mal, ist das der Rückweg? Wie lieb er mich anschaut. Und der schießt schon auf mich. Trifft aber nicht. Dafür habe ich seinen Cock getroffen. Ja. Hey, da hinten ist was. Ist da nochmal was für mein... Oh. Nee, das sieht aus wie sowas für den Greifhaken. Ich muss wohl darüber auf den anderen Mast. Aber wie? Da kann ich etwa mit dem Ding nach oben fahren. Das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? Aber warum sollte ich es sonst holen? Tatsächlich. Okay. Verwirrend, aber naja. Und hier dann gleich nochmal. Da muss ich aber erstmal die Seilbahn holen. Da ist ja sogar noch einer. Headshot! Die arme Sau. Okay. Dann weiter. Jetzt sind wir über dem Zeitstein. Da ist etwas für mein Schwert. Aha. Ich kann den da jetzt nochmal rausholen. Und diese Tür öffnet sich. Dormi, das hast du toll gemacht. Schön, dass mein Schiff wieder ganz so aussieht wie früher. Jetzt musst du mir helfen, meine Jungs zu retten. In dieser Galeone gibt es einen Kerker, in dem sie festgehalten werden. Ein Kerker also. Okay. Im zweiten Untergeschoss. Ich habe Angst. Ich warte im Boot auf dich. Du schaffst das. Ja, und wie kommt er jetzt wieder runter, wenn da alles abgesichert ist mit so einem... mit so einer Elektrobarriere? Ja, ja, die Logik. Na gut, er könnte auch einfach springen. Über Bord. Was Link auch tun könnte. Von daher ist das eigentlich völlig unnötig. Dass es da abgesichert wird. Irgendwas will verhindern, dass wir gehen. Beziehungsweise, wenn wir in der Vergangenheit sind. Ich kann den Zeitstein ja jederzeit aktivieren und dann gehen. Aber das ist ja nicht unser Ziel. Wir wollen ja hier erfolgreich sein. Hallo? Greifst du mal das Ding? Gut. Wir sollen in den Kerker gehen. Kommen wir hier zu dem Kerker? Aber warum hat sich denn die Tür geöffnet? Und wo ist dieses Zeichen für den Greifhaken nochmal? Da war doch eins. Ah, hier. Was? Wie jetzt? Muss ich mich da erst draufstürzen? Oh, wohl nicht. Aber da unten ist doch was. Muss ja auch sein, sonst ist es ja auch völlig unnütz. Oh, da ist eine Fee. Aber wie wir wissen, haben wir keinen Platz. Hm. Was um alles in der Welt bringt der Scheiß hier? Ist das nur der Rückweg? Ja, soll ich jetzt hier nur wegen der Fee herkommen? Nein, scheinbar nicht. Ach, das ist diese Planke, die ich da gesehen habe. Von dem kleinen Boot aus. Das sind Schmetterlinge. Ja, lass dich einfach fallen, scheiß drauf. Ja, ist gut. Also, wenn man Leben oder so braucht, wieder irgendwas hinzeichnen. Oh. Deshalb bin ich also hier. Komm, lass es bitte die Karte sein. Ich brauche mal ein bisschen Übersicht hier. So what? Herzteil im Dungeon?
Okay, okay. Oh, sogar neues Herz, I like that! Ja, das Herz der Galeone haben wir schon mal. Geil. Gut, dann müssen wir also tatsächlich wieder zurück ins Schiff und den Kerker suchen im zweiten Untergeschoss. Ich glaube, hier draußen haben wir jetzt alles. Das ist, wie gesagt, Zeitstein aktiviert und Herzteil gefunden. Mehr dürfte hier jetzt nicht sein. Aber irgendwas wollte ich noch erzählen. Aber dann kam das Herzteil und jetzt habe ich es vergessen. Naja. Wenn es mir nicht mehr einfällt, dann war es auch nicht so wichtig. Also los. Zurück. Das saven wir doch gleich mal. Die Sandgaleone gefällt mir bisher, aber so eine richtige Schwierigkeit gab es genau wie bei fast allen anderen Dungeons nicht. Also der dritte war bisher auf jeden Fall der härteste. Die anderen, naja. Der zweite der lameste. Und ja, eins ein wenig besser und 4 und 5 stehen momentan auf der gleichen Stelle. Dadurch, dass wir jetzt hier die Vergangenheit haben. Guter Konter, du Drecksack. Wieso denn? Ich hab dich doch geschlagen. Aus diesem Grund, glaube ich, können wir jetzt auch bestimmte Türen betreten. Was vorher nicht ging, weil sich ja nun hier einiges geändert hat. Hier zum Beispiel. Oh, was will Fei schon wieder? Oder ist nur meine Batterie leer? Nö. Na gut, was ist? Gebiete, ich empfehle dir, nach oben zu sehen. Sag bloß, das ist ein guter Tipp jetzt. Durch die Öffnung in der Decke kann man den Stein der Zeit sehen, der sich am Deck befindet. Ich denke, dass du ihn von hier aus mit einem Pfeil oder einer ähnlichen Fernwaffe treffen könntest, wenn du genau ziehst. Ach so, dann komme ich an die Truhe ran, oder? Wow, Fei! Endlich mal eine gescheite Nachricht hier von dir. Wo ist er denn? Hä? Ist er das? Ich sehe es gerade gar nicht. Ich glaube aber schon. Ja. Zurück in die Gegenwart. Okay, wir kommen nicht mehr raus, kommen aber an die Truhe ran. Ja! Gott sei Dank. Jetzt kann ich auch mal sehen, wie viel Truhen ich noch sammeln muss. Und welche Räume ich noch betreten muss. Okay. Also. Hier nichts. Nicht. Ja. 300 auf einmal. Und nichts mehr. Mhm. Also an diesen Raum hier. Den müssen wir irgendwie rankommen. Vor allem müssen wir jetzt aber zum Kerker. Zweites Untergeschoss heißt es. Das können wir öffnen. Jetzt ist halt die Frage, soll ich den Zeitstein wieder aktivieren oder nicht? Ich würde fast sagen, wir machen es, weil wir kennen das ganze Schiff ja schon. Also wenn, dann ändert sich nur was, wenn wir in der Vergangenheit sind. Ansonsten sind wir nämlich auf dem gleichen Stand wie im ersten Part. Würde gar nichts bringen, ohne Vergangenheit hier weiterzugehen. So, getroffen. Wir brauchen aber auch wieder Pfeile. Das ist momentan ein bisschen rar. Hier sind ein paar. Oh, es sind gleich 10. Okay, danke. Der Sand ist jetzt auch weg. Was ich sehr begrüße. Kann ich jetzt... Ach so, jetzt schnalle ich das auch. Jetzt kann ich doch hier was machen. Oder? Da, wo wir im letzten Part nicht mehr weiterkamen, da kann ich doch jetzt mit Sicherheit etwas machen. Hier. Ja, das ist was zum Reinstecken.
Was auch immer das jetzt war. Hä? Wo ist das? Gebieter, ich registriere eine starke Erschütterung. Durch die Bedienung dieses Geräts wurde etwas Großes in diesem Schiff bewegt. Die genaue Lage ist unklar. Ich empfehle, zum Kerker der Matrosen zurückzukehren. Da war ich doch noch gar nicht. Also ich habe tatsächlich schon vorausgearbeitet, ich merke es selbst. Auch da drüben muss ich, glaube ich, nichts mehr machen. Da waren wir ja schon, oder? Halt. Das da hier ist immer noch zu. Die Tür nicht. Ich guck mal kurz rein, ob da auch, noch irgendwas ist. Ich glaube aber nicht. Nein, also außer diesem Bernstein-Halbmond, der mir am Arsch vorbeigeht, ist da nichts mehr. Das ist doch gut, dass wir das schon gemacht haben. Und was war das für eine Tür? Das weiß ich jetzt auch gerade nicht. Was ist das hier? Nein, 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 nein. Ja, jetzt habe ich dich. Ja, oder auch nicht. Komm, greif an, du Sau. Ja. Arschloch. Okay, wir haben hier ein Problem. Weil wir da nicht durchkommen. Hä? Was war das? Was war das für ein Geräusch? Auf alle Fälle ist hier allerdings wieder eine Bodenplatte, die wir aktivieren. Mit diesem Eisenblock hier. Wenn Link Bock hat. Ah. Aha. Das kennen wir. Das ist diese eine Luke, wo wir vorhin davor standen und nicht rein konnten. Oh, und da, ja genau, da links, da war doch so eine Leiter. Da kann ich jetzt doch hin. Richtig. Ich habe das Gefühl, ich mache den Dungeon total durcheinander und mache nicht das, was ich machen soll. Ich war immer noch nicht beim Kerker der Matrosen, habe schon irgendwas aktiviert und bin jetzt auch noch hier. Ich weiß nicht, ob das alles richtig ist, aber naja, falsch kann es wiederum auch nicht sein, oder? Lul. Ach, jetzt kommt wieder meine Lieblingsmeldung. Oh, Gebieter, deine Batterie, sie ist leider leer. Halt's Maul. Okay, das ist zu. Kann man nichts machen. Und hier unten scheint auch nichts zu sein. Nein, ich komme hier nicht weiter. Also gut. Dann gehen wir zum Kerker der Matrosen, merken uns diesen Ort hier aber auf alle Fälle. Weil irgendwann wird es hier mit Sicherheit etwas geben. Vielleicht ist das ja sogar der Weg zu diesen 1 Million Truhen. Ja, Fei, ich weiß. Ich sehe es schließlich unten rechts. Danke. Damn. Gott sei Dank ist der Part auch fast vorbei. Dann kann ich gleich wieder wechseln. Zweites Untergeschoss ist, nicht da. Das ist nicht da. Das ist hier. Ja, jetzt weiß ich sogar, wer das ist. Diese Matrosen. Da, wo wir diese, dieses eine Rätsel da gemacht haben. Mit diesem Reifen. Seereifen. Da waren doch tote Roboter. Die müssten jetzt wieder leben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Matrosen sind. Oh. Die Bosstür können wir auch schon betreten, wenn wir den Schlüssel hätten. Aber immerhin ist dieser Riegel jetzt weg. Nur in der Vergangenheit. Also jetzt. Zwei Vollidioten. Schnauze, Mann. Und du kriegst hier Dina und weg. Der lebt noch. Jetzt nicht. Mehr. Oh. Hier komme ich auch nicht so leicht rein. Kann ich trotzdem mit dir reden, Junge? Wie bist du als Mensch eigentlich hier reingekommen?
Schön, dass du gemeinsam mit dem Kapitän gekommen bist, um uns zu retten. Aber solange dieser Elektrozaun in Betrieb ist, kommen wir hier nicht raus. Ja, ich seh's. Damn. Und selbst wenn ich ihn ausmache, seid ihr tot. Ach so, der Maschinenraum befindet sich unter diesem Kerker. Ist das das, wo wir gerade waren? Ja, das ist es. Okay. Im Maschinenraum gibt es einen Gang, der in diesen Kerker führt. Doch um den Maschinenraum zu durchqueren, musst du die Stromschalter betätigen. Was? Du hast den Stromschalter betätigt? Allerdings hast du erst einen Stromschalter betätigt. Es gibt aber zwei. Oh nein! Aha. Der andere Stromschalter befindet sich hier. Gut. Hilf uns. Keine Sorge. Das werden wir tun. Den zweiten Stromschalter werden wir also dann im dritten Part der Sandgaleone betätigen und die Matrosen retten. Dann sind wir vielleicht sogar schon fertig hier in der Sandgaleone. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr mich mit einem Daumen hoch und einem Kommentar unterstützen. Und oh je, ich möchte mal kurz austesten, ob ich den mit dem Pfeil hier ganz leicht killen kann. I liked it. Also wie gesagt, ich freue mich auf eure Resonanz. Bis zum nächsten Mal bei Zelda Skyward Sword.